Liebe Großenhainer, liebe Friedensbewegte, 2000 Kilometer östlich von hier tobt seit über einem Jahr ein richtiger Krieg. Und jetzt ist dieser Krieg indirekt auch hier bei uns in Großenhain angekommen. Der Chef der Freiwilligen Feuerwehr des Flughafens Großenhain sagte, ich glaube, es war ein MDR-Interview, er hätte gern eine Sprengstoffbude vor der Haustür. Und das beschreibt eigentlich sehr genau das, was heute in Großenhain diskutiert, und das beschreibt genau das, was vielleicht auch viele Großenhainer jetzt bewegt, eben aktiv zu werden und gegen diesen Krieg und gegen diese Ansiedlung dieser Waffenfabrik zu argumentieren. Diese Waffenfabrik wird, wenn sie gebaut wird, ich habe mir das oft geschrieben, 266 Meter von der nächsten Wohnbebauung entfernt sein. Das ist nicht viel. Es ist eine Pulverfabrik, hier werden Granaten produziert, hier werden Panzergranaten produziert. Wenn diese Pulverfabrik aus welchem Grund auch immer havariert, das kann ein Störfall sein, das kann eine Cyberattacke sein oder es kann tatsächlich ein Angriff sein, weil es ist ja ein militärisches Objekt, dann wird hier von dieser kleinen Stadt mit 20.000 Einwohnern ein Großteil zerstört werden. Und sie haben inzwischen ja nicht mal mehr ein richtiges Krankenhaus, wo die Schwerverletzten dann behandelt werden können. Also das, was hier entsteht, ist eine Bedrohung für ihre Stadt und es ist richtig, dagegen den Mund aufzumachen. Und ich möchte natürlich auch die anderen Mitdiskutanten um diese Ansiedlung ansprechen. Wir wissen, die SPD, ehemals doch friedensbewegt, Willy Brandt ist gerade zitiert worden, ein Mensch, der immer für den Ausgleich war und gegen die Konfrontation. Die SPD heute ist für diese Konfrontation auf Bundesebene und sie ist dafür, dass hier in Großenhain eine Waffenfabrik für Granaten gegen Russland entsteht. Herr Panther hat es heute nochmal deutlich gesagt. Auch das eine ganz klare Demaskierung dieser Partei. Da ist gar nichts mehr mit Pazifismus, da ist gar nichts mehr mit Interessenausgleich, da ist gar nichts mehr mit Entspannung. Und der Herr Kretschmer, unser Landesvater, sage ich mal, auch er eiert ja rum, man muss das so sagen. Und er ist bekannt dafür, dass er rumeiert, dass er auf jeder Versammlung genau das erzählt, was das Publikum hören will. Und wenn sich das bei der nächsten Versammlung komplett unterscheidet, ist es kein Problem, dann erzählt er komplett das andere. Und deswegen ist es auch kein Wunder, dass der Herr Kretschmer in der Bürgerversammlung in Großenhain sagt, liebe Leute, ihr sollt entscheiden, ihr seid der Souverän. Und wenn er dann bei der Handwerkskammer oder bei der Industrie ist, dann wird gesagt, ja, wir brauchen Arbeitsplätze in Sachsen, ich bin für diese Ansiedlung. Das ist ein Chamäleon. Von diesem Mann ist überhaupt keine klare Aussage zu erwarten. Im Gegenteil, im schlimmsten Fall wird es diese Abstimmung geben und die Regierung, die Landesregierung wird sich nicht dran halten. Weil das Eigentum an diesem Flughafen ist beim Land Sachsen. Sie können nicht mitentscheiden. Sie bräuchten im Prinzip Politiker, die bereit sind, das Votum der Stadt ernst zu nehmen und zu akzeptieren und sagen, ich mache definitiv meine Entscheidung zu dieser Waffenfabrik davon abhängig, wie die Großenhainer Bürger in einem Bürgerentscheid entscheiden. Und da gibt es nichts mehr, was dran wackelt, genauso wird es sein. Aber diese Worte hören Sie nicht und deswegen ist es wichtig, dass man das öffentlich macht und dass man öffentlich auch Farbe bekennt, damit eben klar ist, die Großenhainer wollen diese Waffenfabrik mehrheitlich nicht. Ich habe es bereits gesagt, diese Fabrik, die hier entstehen soll, ist ein Teil des NATO-Krieges gegen Russland. Ich sage das ganz bewusst, das ist ein NATO-Krieg gegen Russland. Die Ukraine mit ihrer Armee, mit ihrem Waffenarsenal wäre überhaupt nicht in der Lage, diesen Krieg zu führen. Inzwischen fließen Waffenlieferungen in die Ukraine, die das Militärbudget, das jährliche Militärbudget der Ukraine weit übersteigen. Ohne die Beteiligung der NATO mit Geld und Waffenlieferungen wäre dieser Krieg gar nicht möglich und er ist gewollt. Er ist gewollt, dieser Krieg wäre einen Monat nach seinem Beginn beendet gewesen. Die Friedensverhandlungen in Istanbul zwischen Vertretern von Russland und Ukraine waren sehr weit fortgeschritten. Und dann hat die NATO eingegriffen
Boris Johnson hat in Kiew mit Zelensky gesprochen und hat, das ist indirekt vermittelt worden von den beteiligten Gesprächspartnern, gesagt, der Westen ist noch nicht bereit für eine Verhandlungslösung. Wir wollen euch unterstützen, ihr sollt diesen Krieg weiterführen. Alles, was in diesem Jahr passiert ist, die Hunderttausenden Toten, die Geldmengen, die vernichtet worden sind, das ganze Leid, was angestellt worden ist, die Zerstörung der Infrastruktur, ist gewollt gewesen und es ist bis heute gewollt. Es ist ein NATO-Krieg gegen Russland und die NATO möchte hier bei euch im Ort eine Pulverfabrik, eine Granatenfabrik für diesen NATO-Krieg gegen Russland errichten. Und ich erlaube mir auch einige Worte zur Vorgeschichte dieses Krieges. Es ist ja nicht so, dass im Februar letzten Jahres Herr Putin früh aufgestanden ist und hat gesagt, okay, man könnte jetzt mal einen Krieg gegen die Ukraine machen, ich gebe den Befehl, marschiert los, wir machen Krieg. Dieser Krieg hat eine Vorgeschichte, die meisten wissen das. 2014 gab es mit Unterstützung der westlichen Regierungen in Kiew einen Putsch. Der Maidan-Putsch war ein Putsch, weil eine legitime Regierung, die gewählt war, mit Gewalt vertrieben worden ist. Und alles, was danach geschah, war unter dem Schirm der Gewalt. Alles, was Russland freundlich war, wurde verfolgt, gewaltsam verfolgt. Viele Politiker, gerade aus dem Osten der Ukraine, mussten fliehen. Und was dann als Präsidentenwahl und Parlamentswahl stattfand, war eben keine demokratische Wahl mehr, es war eine Farce. Zu diesem Zeitpunkt haben wir als westliche Nationen, unsere Regierungen, die Demonstranten des Maidan unterstützt. Wir haben gesagt, hier demonstrieren die Menschen. Die Menschen sind da souverän und die Regierung muss auf die Menschen zugehen. Wir haben die Demonstranten unterstützt, obwohl sie Regierungsgebäude besetzt haben, obwohl sie zum Teil gewaltsam waren. Das Volk ist da souverän. Nach dem Putsch war im Osten der Ukraine, nachdem die Repressalien gegen Russen begannen, eigentlich dasselbe Bild. Die Menschen sind auf die Straße gegangen und haben gesagt, nein, wir wollen nicht von einer Putschregierung regiert werden, wir wollen ordentliche Wahlen haben und wir wollen als östliche Regionen Donetsk, Lugansk, selber Regionalwahlen machen können und selber darüber bestimmen. Man war auf der Straße, der Souverän hat demonstriert, der Souverän hat öffentliche Gebäude besetzt. Und dann ist die ukrainische Armee mit Waffengewalt gegen diese Separatisten vorgegangen und auf einmal hatten alle westlichen Regierungen eine ganz andere Meinung zu diesen Demonstranten, zu diesem Souverän auf der Straße. Das waren dann alles Putins Agenten, das waren alle von Russland gelenkte Menschen und die durfte man selbstverständlich mit Waffengewalt zusammenschießen. Das ist der Beginn dieses Konfliktes. Und über die ganze Zeit, die ganzen 8 Jahre lang, wurde dort geschossen mit Granaten aufeinander. Es sind 14.000 Menschen gestorben, mehrere tausend Zivilisten in den Städten, die direkt beschossen wurden. Und kein Mensch im Westen hat sich dafür interessiert, weder unsere Politiker noch unsere Medien. Und wer diesen Teil dieser Vorgeschichte dieses Krieges auslässt, der zeigt eigentlich nur, dass er überhaupt kein Interesse an einem fairen Umgang mit den Konfliktparteien hat und dass er kein Interesse am Frieden hat. Und seien wir ehrlich, was ist denn, wenn die USA irgendwo in einem Land eingreift mit militärischer Hilfe und sagt, wir schützen den Frieden, die Freiheit und die Demokratie? Also in vielen Ländern im Süden zucken die Leute ängstlich zusammen bei so einer Ankündigung, weil alle wissen, wenn die Amerikaner Demokratie und Freiheit mit Waffen verteidigen, ist das Land hinterher ruiniert. Tausende Menschen sind gestorben und die Amerikaner ziehen davon, im besten Fall beuten sie noch die Bodenschätze aus. Diese Ankündigung, Freiheit und Demokratie zu verteidigen aus amerikanischem Mund, ist eigentlich eine Drohung und wir wissen das alle, wir haben alle diese Kriege miterlebt. Im Irak, in Afghanistan, in Libyen, in Syrien, wie sehen diese Länder aus, wo die Amerikaner Freiheit und Demokratie verteidigt haben. Nein, mit dieser Weltmacht möchte ich nicht in fremde Länder ziehen und Freiheit und Demokratie verteidigen. In der Ukraine sterben Menschen. Ich bin meinem Kollegen André Wendt sehr dankbar für die eindrückliche Schilderung dessen, was Krieg bedeutet. Weil aus der Ferne und anhand unserer Zeitungsmeldungen denkt man ja manchmal, das ist sowas wie ein Computerspiel. Das ist es nicht. Dort sterben Menschen, reale Menschen, Väter, Söhne, Großväter. Und zwar auf eine schreckliche Weise.
Und diese Menschen sind nicht zurückzuholen. Und es ist auch nicht so, dass dort alle kämpfen wollen. Wir wissen ganz genau, wie viele Millionen Menschen inzwischen aus der Ukraine geflohen sind. Wir wissen selbst von ukrainischen Zeitungsmeldungen, dass die Generalmobilisierung, die jetzt wieder läuft, jeder waffenfähige Mann in der Ukraine von 18 bis 60 Jahren muss sich zum Kriegsdienst melden. Wenn er sich nicht meldet, macht er sich strafbar und wird strafverfolgt. Und trotzdem berichten ukrainische Behörden, dass nur die Hälfte sich meldet und die Hälfte fahnenflüchtig ist. Selbstverständlich haben die Menschen keine Lust, sich schlachten zu lassen für einen Krieg mit ungewissem Ausgang. Nein, und deshalb auch dafür sage ich, jeder, der hier nach Krieg schreit in Deutschland, den muss man fragen, bist du bereit, an die Front zu gehen? Es gibt Freiwilligenbataillone. Bist du bereit, an die Front zu gehen, Herr Hofreiter, ehemaliger Kriegsdienstverweigerer? Hältst du selber den Arsch hin und lässt dich erschießen oder schickst du nur andere? Und ich möchte auf noch einen Aspekt eingehen. Dieser Krieg bedeutet natürlich eine unheimliche Belastung für unser Land. In unserem Land verarmen die Menschen. Wir haben eine wachsende Kindersterblichkeit und wir haben inzwischen auch vermehrt Altersarmut, ein wachsendes Phänomen. Wir haben eine Inflation, die unsere Einkommen auffrisst, die unsere Renten auffrisst. Und wir haben natürlich Ausgaben in Größenordnungen inzwischen für Militär. Detlef Spangberg hat schon angesprochen, wie viel Geld unser Land in fremde Länder pumpt, die eigentlich fortschrittliche Nationen sind. In China fliegt zur Rückseite des Mondes, bekommt noch Entwicklungshilfe aus Deutschland. Und jetzt pumpen wir Milliarden in einen Krieg, wo nichts anderes erreicht wird, als dass Menschen sterben, dass Häuser zerstört werden, dass Infrastruktur zerstört wird, dass ein Land ruiniert wird. Mit unserer Hilfe, mit unserem Geld. 4 Milliarden Militärhilfe, 5 Milliarden für Budgethilfe, von denen ein Großteil, das sage ich auch ganz deutlich, in den Taschen der Eliten in der Ukraine verschwinden. Selbst die Amerikaner haben das schon offengelegt. Alleine von den Zuschüssen für Treibstoff für die Armee sind 400 Millionen verschwunden. Die sind nicht ausgegeben worden, die sind weg. Dort leben korrupte Eliten auf unser Geld. Sie schicken das eigene Volk in den Tod, machen sich die Taschen voll und haben kein Interesse am Ende dieses Geldflusses. Sie haben kein Interesse an diesem, am Ende dieses Krieges. Und deshalb sage ich auch deshalb keinen Cent für dieses korrupte Regime, was die eigenen Leute in den Krieg schickt und das eigene Land ruiniert. Großenhain bekommt eine Pulverfabrik, eine Granatenfabrik, und damit wird Großenhain zum Angriffsziel in diesem Konflikt. Ich habe es schon gesagt, dieser Konflikt ist kein Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Dieser Konflikt ist ein Konflikt zwischen Russland und der NATO. Und es ist allein die Entscheidung der Russen zu sagen, so und jetzt betrachten wir euch als Angriffsziel. Deutschland, England, Amerika, Polen, wir alle sind schon mittendrin in diesem Krieg, wenn wir Waffen liefern auf eigene Kosten, die Russen töten. Es ist allein die Entscheidung der Russen zu sagen, so, jetzt ist es soweit. Und wenn eine Frau Strack-Zimmermann, Rüstungslobbyistin, sie besorgt das Geld für deutsche Rüstungskonzerne, wenn eine Frau Strack-Zimmermann davon schwadroniert, dass von deutschen Flughäfen, von deutschen Flugplätzen in Zukunft F-16-Maschinen in diesen Krieg fliegen sollen, dann ist Deutschland Angriffsziel. Und wenn hier in Großenhain eine Fabrik entsteht, in der die Granaten für die Artillerie der Ukraine produziert werden, die auf Russen schießen, wenn hier Granaten für Leopard 2 Panzer produziert werden, die in der Ukraine auf Russen schießen, dann wird Großenhain zum Angriffsziel. Und ich frage euch, wollt ihr das? Wollt ihr eure Stadt riskieren, damit eine Frau Strack-Zimmermann Geld verdient? Wollt ihr eure Stadt riskieren, damit ein Herr Zelensky zum Milliardär wird, weil er sich Taschen füllt? Wollt ihr eure Stadt riskieren, damit Hunderttausende Russen und Ukrainer sterben müssen, die eigentlich gar nicht kämpfen wollen? Auch das drohende Szenario vom Einsatz von Nuklearwaffen ist wieder real geworden.
Man hätte sich das lange nicht denken können. Man dachte immer, die Abschreckung funktioniert. Es ist wieder real geworden. Im russischen Fernsehen wird in den letzten Tagen offen diskutiert, ob es sinnvoll wäre, dem Westen mit einer taktischen Atomwaffe zu signalisieren, welche Risiken er eingeht. Die Russen diskutieren inzwischen offen, ob es sinnvoll ist, eine ukrainische oder polnische Stadt wegzusprengen mit einer taktischen, kleinen Atomwaffe, um Signale zu setzen. Dort sind wir angekommen. Das schreibt hier niemand in der Zeitung. Die Russen diskutieren das. Dort sind wir jetzt. Und der Einsatz taktischer Atomwaffen ist auch nichts, was nicht woanders auftauchen könnte. Selbst in der NATO-Doktrin wird der Einsatz taktischer Atomwaffen besprochen, wenn es sein muss. Damit meinen die Amerikaner natürlich nicht ihren eigenen Kontinent, wenn die von sowas reden. Da denken die natürlich ganz genau über Europa nach, wo sowas passieren könnte. Ich möchte nicht, dass unser Land an diesen Spielen, an dieser Provokation beteiligt ist, die am Ende dazu führt, dass hier Atomwaffen eingesetzt werden. Ich will das nicht. Ich glaube, Sie wollen das auch nicht. Und wir brauchen dieses deutliche Signal an unsere Altparteien. Wir wollen keinen Krieg. Wir wollen keinen Atomkrieg. Und wir wollen, dass, wenn ihr das nicht umsetzen könnt, dass ihr schnellstmöglich von den Schalthebeln der Macht verschwindet, weil ihr seid gefährlich für unser Land. Das Flughafengelände in Großenhain soll verkauft werden an Rheinmetall. Rheinmetall möchte hier Granaten gegen Russland produzieren. Und wer ist nur diese Firma Rheinmetall? Man könnte ja denken, ein deutsches Unternehmen, in deutscher Hand. Wir haben hier deutsche Arbeitsplätze und am Ende produzieren wir für die Bundeswehr, die ohnehin schlecht ausgestattet ist. Und damit ist alles picobello. Rheinmetall ist im Streubesitz, die größten Eigentümer sind amerikanische Investoren, darunter ein großer Investmentfonds, nämlich Vanguard. Vanguard ist übrigens an allen deutschen Rüstungskonzernen beteiligt, oftmals eben als einer der größten Einzelinvestoren. Das heißt, diese Firma hat mit Deutschland und mit deutschen Eigentümern relativ wenig zu tun. Und diese Firma verdient Geld am Krieg. Und das macht sie überall. Rheinmetall hat im letzten Jahr den größten Umsatz seiner Firmengeschichte geschrieben, weil es massiv durch die Aufrüstung, die jetzt passiert, verdient. Rheinmetall produziert zum Beispiel in Italien Bomben, die exportiert werden an Saudi-Arabien und die dazu führen, dass im Jemen diese Bomben eingesetzt werden, dass dort zehntausende Menschen bisher gestorben sind. Und das Land ist auch ruiniert. Dort verhungern die Menschen inzwischen, weil die Infrastruktur nicht mehr funktioniert. Rheinmetall funktioniert. Amerikanische Investmentfonds profitieren von diesem Geschäft. Rheinmetall ist auch nicht besonders wählerisch, was seine Kunden angeht. Rheinmetall wollte 2014 noch ein Trainingszentrum für die russische Armee einrichten und wurde dann gerade noch gebremst von der deutschen Regierung, weil 2014 die Krim sozusagen annektiert oder abgespalten wurde. Daraufhin hat Rheinmetall gedroht, die Bundesregierung zu verklagen auf 120 Millionen Schadensersatz, weil das wäre das Geschäft in Russland gewesen. Also wählerisch ist man nicht, Hauptsache der Rubel fließt. Und genauso ist es jetzt, wenn es darum geht, in der Ukraine im Krieg mitzumischen. Rheinmetall hat angeboten, in der Ukraine deutsche Panzer zu produzieren, dort ein Werk hinzustellen, wo Panther, Kampfpanzer produziert werden. Und man sichert sich natürlich ab. Für den Fall, dass dieses Panzerwerk zerstört wird von russischen Lenkwaffen, dann bezahlt die Bundesregierung, also Sie, den Schaden. Das ist Rheinmetall. Das ist das Unternehmen, was zu Ihnen nach Großenhain kommen will. Und ich möchte wetten, Ihre Fabrik wird genauso abgesichert. Wenn es hier knallt, dann bezahlt die Bundesregierung den Schaden, den Sie dann haben. Mit solchen Unternehmen ist nicht gut Kirschen essen. Und ich sage das ganz deutlich, Großenhain braucht diese Arbeitsplätze nicht, weil die Risiken, die damit verbunden sind und auch die moralische Verantwortung, mit Teil zu sein, dieses Mordens in der Ukraine, was da stattfindet, das wollen sie nicht. Das wollen die Mehrheit der Deutschen auch nicht. Wenn wir demokratisch funktionieren würden, gäbe es diesen Krieg nicht. Wir wissen, dass die Mehrheit der Deutschen gegen die Lieferung schwerer Waffen ist. Wir wissen, dass die Mehrheit der Deutschen von unserer Regierung Friedensverhandlungen erwartet.
Wenn unsere Regierung demokratisch wäre, dann würde sie auf die Stimme des Volkes hören und das tun, was im Interesse des Volkes ist. Und deshalb sage ich, liebe Leute, dieses Land gehört uns, diese Stadt gehört Ihnen. Lassen Sie sich nicht von außen vorschreiben, wie Sie leben sollen und welche Risiken Sie eingehen. Es ist unser Land, wir sind das Volk und wir haben zu sagen, wo es lang gehen soll. Und deshalb halten wir zusammen, nicht nur in Großenhain, in vielen anderen Städten. Wir wollen Frieden für Deutschland, für Sachsen und für Großenhain. Vielen Dank.